Markus, dein erstes blaues Auge. Noch nie gehabt nach einer Schlägerei. Aber bestimmt ein Zusammenprall. Irgendwo, irgendwann, ich weiß nicht mehr. Okay, mal sehen. Dein schlimmstes Faschingskostüm als Kind? Ich soll schnell sein. Hm. Kein Kostüm. Dein Lieblingsfaschingskostüm? Irgend so ein Bärkostüm nehme ich an. Irgendwas mit einem Bären. Ich glaube auch. Du hast den Spitznamen Dipsy, offenbar. Ja. Ist so. Hättest du dich nach einem anderen Teletubby Tinky Winky genannt, wie würde dann die Band heißen? Tinksy Driver. Wie? Tipsy Driver. Ah, okay. Immer noch. Markus, Funktion und Bedeutung der Musik im Jugendalter. Oh, du bist so ätzend. Das ist der Titel seiner Diplomarbeit. Kein Kommentar, nächste Frage. Niklas, deine erste Amtshandlung als Bundespräsident, die Stelle wird demnächst frei. Freibier. Liam und Noel Gallagher bewerben sich als Harfenisten bei Ketka. Welchen nimmst du und warum? Noel, der bessere Songwriter. Niklas, Dominik wurde auf der Tour die Gitarre gestohlen, Yoda wurde das Auto aufgebrochen. Was ist das Wertvollste, was dir je geklaut worden ist? Mir wurde noch nie was geklaut. Beziehungsweise, okay. Ich dachte, ich hätte was verloren. Das ist und dann war es aber doch geklaut. Ja, keine Ahnung. Markus, was ist das Wertvollste, was du jemand anders je geklaut hast? Ich habe doch noch nie jemand was irgendwas geklaut, außer mein Bruder. Aber das tut dir nichts zur Sache. Niklas, schon mal tauchen gewesen? Nein. Markus, wie viele Sekunden brauchst du auf 100 Meter mit dem Catcar? Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich nehme mal an, dass es irgendwas zwischen 22 und 23 Sekunden ist. Wow. Niklas, wie lange kannst du die Luft anhalten? Nicht so lang. Sag mal eine Zahl, so was meinst du, geschätzt? Das ist da 30 Sekunden. Nein. Ich muss doch... So. Ihr seid so richtig lustig in Berlin, ne? Also. Bist du soweit? Ich wollte doch gerade rum. Darf ich nicht sehen, damit ich weiß, wie lange ich sie anhalten muss. Ach so, ja, was machen wir? Sollen wir es so machen, dass er es sieht oder sollen wir es so machen, dass das Publikum sieht? Du hältst einfach so lange, wie du denkst, dass es sinnvoll ist. Aber dann kann ich nicht mehr singen. Dann kannst du nicht mehr singen? Nein, so. Mach schon mal an. Also wir wollen hier, wir haben jetzt auch nicht genügend Sanitäter, um jetzt so mit 5 Minuten klarzukommen. Aber du hast ja auch nur 30 Sekunden. Also, auf die Plätze. Ihr sagt, ob das alles funktioniert hier. Auf die Plätze? Soweit? Nicht behumsen hier. Ja. Okay, fertig? Los. So, Markus. Du hast ein Buch mit starken Textideen, wo du immer Notizen machst. Was war dein letzter Eintrag? Tatsächlich heute Morgen irgendwas mit Krümel und Würde. Da wird wahrscheinlich irgendwann ein Song draus. Ich habe irgendwo was gelesen mit Krümeln und Würde und ich fand das ganz gut. Cool. Markus, was macht dich heute noch zornig? Diese Spiel hier gerade. Markus, was nervt dich am meisten an Thies Uhlmann als Mensch, Geschäftspartner und Musiker? Aber wir müssen leider unterbrechen. Ich bin raus. Du bist raus. Wie lange habt ihr aufgepasst? 30 Sekunden? Wahnsinn! Der Seher von Berlin, meine Damen und Herren, oder von Göttingen. Willst du trotzdem noch die These Ullmann-Frage beantworten? Nö. Niklas, wie heißt die Hymne von Bad Orb? Irgendein Lied. Du weißt es nicht? Haben Orte Hymnen? Also Bad Orb hat einen. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und das recherchiert. Ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Also, es weiß offenbar Niklas nicht, ich weiß es, aber es heißt Allheil Bad Orb im Spessartwald. Komponiert von Georg Henkel. Kann es jemand von euch singen, zufällig? Nicht. Dann machen wir mit vernünftiger Musik weiter, aber erstmal vielen, vielen Dank für diese Leiden, die ihr hier dulden musstet.